So, ich war jetzt mal ganz kurz still. Vielleicht sollte ich das ja so machen, dass ich wirklich mal so für ein paar Sekunden still bin, damit mir das Schneiden leichter fällt. Naja. So, der Flachwitz des Tages. Boah, wenn ich den jetzt schon lese, ne? Wie heißt die Frau von Herkules? Fraukules. Schmerzen werden mein Lehrmeister sein. Eieiei, so. Habe ich jetzt die Bilderrahmen, die habe ich jetzt immer noch nicht hergestellt. Ich wollte die Bilderrahmen herstellen. Jetzt bin ich also endlich mal wieder konzentriert. Ja, drei Bilderrahmen, mehr kriegen wir eh nicht zusammen. Wie habe ich denn das... Ach, hier habe ich... Guck mal, hier fehlen sogar noch Kisten. Wie habe ich denn das da... Ah ja, okay. Anders wäre es irgendwie auch nicht möglich. Oh komm, ein Bilderrahmen. Mann, 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 Mann. Das ist aber sehr rohstofflastig. Naja, wenn man es perfekt haben will, braucht es Zeit. Ihr müsst mal mehr poppen hier. Ich brauche mehr Leder. Ach nee, ich brauche erstmal Weizen dafür. Eieiei. Das Weizen ist noch gar nicht nachgewachsen vollständig. Habe ich auch nichts mehr in der Kiste oder so drin? Wir brauchen echt mehr... Oder ich gehe mal auf... ich jage Kühe mal auf freier Wildbahn. Pferde geben ja kein Leder, ne? Nee, ich glaube, die geben nur Salami. Eieiei. Wow, zwei Stück. Naja, für eine Fortpflanzung reicht es ja. Es geht ja nur darum, dass wir genau... Nee, ein Leder brauchen wir eigentlich noch. Beziehungsweise, wenn wir die erste Etage ausbauen wollen, dann brauchen wir ja nochmal eine Reihe Kiste. Und in dieser Etage, da passen dann wirklich alle Rohstoffe und Baumaterialien rein. Weil das sind, naja, denke ich doch, ne? Ein paar Baumaterialien, Rohstoffe. Naja. So. Kommt her, kommt her. Mehr geht leider nicht. Es wird schon wieder Nacht. Och, ich habe genug zu essen, ne? Wir können ja eigentlich mal ein bisschen jagen gehen. Warum nicht? Es muss ja Abwechslung rein. Und der Ablauf dieser... ja, unserer Tätigkeiten hier. Wir werden jetzt eine Nacht jagen gehen, danach... Ich hoffe, dass die Kühe bis... Ach so, stimmt ja. Bist du jetzt hinterhergelaufen? Naja, wir werden jetzt gleich mal... Ich habe übrigens jetzt mal nachgeforscht, dass die Hunde nicht mehr aufstehen können. Das ist ein Bug. Also ich kann... Die werden jetzt für immer hier sitzen bleiben. Fürchte ich. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich jetzt neue Wölfe zähmen würde. Das können wir eigentlich mal kurz ausprobieren. Aber es ist ein Bug und laut PC-Version muss man Minecraft einfach neu starten. Da wir aber auf der PS3 spielen, bin ich also mal wieder der Gearschte. Wir hatten das Thema ja schon mal. PS3ler werden momentan sehr diskriminiert. Ich habe keine Knochen mehr, dann müssen wir Skelette umbringen. Oder es kann sein, dass die Knochen in einer anderen Kiste waren, aber... Na komm her, willst du spielen? Na los, komm. Spielen wir Mau Mau. Was willst du denn hier? Oh nein, nein, nein. Das ist wieder viel zu viel. Wir werden... Das ist viel zu viel. Spinne ist tot. Na, der... Du kleiner Penner. Schieß mir nicht die Creeper ins Gesicht. Bist du bescheuert? Na toll. Jetzt haben wir wieder so ein Loch in der Landschaft. Ich hasse das. Das sieht so... doof aus. Erde. Wir haben 40 Kekse. Wusste ich gar nicht mehr. Mann, jetzt müssen wir das wieder zubauen. Oh je. Nein, falsch. So.
ganz schnell zubauen und dann... Ich mag euch Skelette nicht. Ich mag euch fast wenige... Nein, Creeper sind echt die schlimmsten. Stirb! Meine Fresse. Bete, dass wir jetzt einen Wolf finden. Oh nein. Ich mag euch nicht. Ich mag euch wirklich nicht. Ihr blöden Creeper. Ihr macht alles kaputt. Ach komm, hier, Sparmodus. Bis Material sparen. Und da kommt er auch schon. Nee, weißt du was, ich flüchte lieber, bevor der mir noch ein Loch in die Landschaft reinreißt. Hey, ein Pfeil. Können wir eh nicht einsammeln. Naja, gut. Sind hier echt keine Wölfe mehr? Ah, oh, wieder ein Creeper. Wieso könnte nicht einfach mal verschwinden? Ich meine... Tönt es euch wirklich so an, einfach nur Löcher in die Erde zu sprengen? Meine Schnauze. Mein Schwert ist gleich ein bisschen hinüber. Nein! Ich verfluche euch! Ich verfluche euch für immer! Oh. Vor allem, wie groß das immer ist. Das sind doch nur so kleine Männchen. So eine Sprengkraft ist ja unglaublich. Ist ja noch stärker als TNT. Ich glaube, durch Creeper fließt kein Blut, sondern Schießpulver. Ja, ist auch logisch. Die droppen ja auch Schießpulver. Wow, ich bin so schlau. Den IQ eines Spinnauges habe ich. Wo haben wir das denn her? Eine Enderperle? Ach so, wir haben ja unsere Nachbarn mal umgebracht, glaube ich. Damit wir ungestört, Ja, was eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas wollte ich ungestört machen. Ich glaube, rausgehen oder so. Stirb. Kleiner Spinnenmann. Ich finde es schade, dass man kein Hausschweinchen haben kann. Ich finde das süß, so ein Hausschweinchen. Ich wundere mich gerade, wieso es hier so leer ist. Ich habe vorhin vergessen, die Bäume nachzupflanzen. Nein! Aber ich habe Setzlinge dabei. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Wir sollten vielleicht auch mal das ein bisschen auffälliger machen. So ein paar Stellen, wo man Bäume anpflanzen kann. Wir hätten eventuell nur das Problem, dass die Endermänner uns die Würfelchen hier wegnehmen. Die blöden Langfinger. Was ist denn das da hinten? Das sieht komisch aus. Ist das ein... Sieht aus wie ein Skelett, aber da... Ach, da ist ein Zombie dahinter, deswegen. Eine merkwürdige Kombination. Nein. Nein. So, ich gehe gleich pennen, dann holen wir uns das Leder von den Kühen. Ich verbaue mich hier die ganze Zeit. Ich bin zu hastig unterwegs. Ich will in dieser Aufnahme etwas erreichen. So. Zumindest etwas. Ja, ja, ja. Freiheitsschweinturm. Da müssen wir mal gucken, wann wir den bauen. Also wo habe ich schon für mich festgelegt? Eindeutig. Also das... Auf das Bauprojekt freue ich mich schon. Nee, wir hätten in der Kiste tatsächlich keine Knochen gehabt. Ich gehe mal eben schlafen, dann suchen wir uns mal einen Wolf. Realistisches Schnarchen und Phantomschlaf. Hey, guten Morgen, Welt und alle, die sie bevölkern. Irgendwie sieht das cool aus. Das ist jetzt Kunst. So. Aus Prinzip ist das Kunst.
Ja, da haben wir das Loch hier zugebaut. Ich hoffe, die Wiese wächst dann irgendwann nach, die Tim-Wiese. Hey, ich weiß nicht, ob es auffällt, aber sie brennen. Vielleicht sollten sie mal ins Wasser gehen. Sonnenbrand. Sie sollten vielleicht mal Sonnenblocker benutzen. Der Schwein hat nichts gedroppt. Der Schwein, das Schwein. Ja, mein Deutsch ist mal wieder... Hey, guck mal, eine Kuh. Danke fürs Leder. Ja. Der hat auch nichts gedroppt, der Penner. Oh. Ach, ich glaube, das war nur Fleisch. Nee, Leder haben wir nicht. Verdammt. Ich überlege kurz was. Ach so, Wölfe, genau. Hallo, Wölfe. Kommt mal her. In Brotherhood habt ihr mich doch auch angegriffen. Warum nicht jetzt auch? Mann. Keine Wölfe. Sehr merkwürdig. Wir sollten in den Wäldern vielleicht mal... Obwohl doch, ich glaube, ich weiß, wo Wölfe eventuell unterwegs sind. Ja, geh sterben. So. Ich glaube, ich weiß, wo eventuell Wölfe sein könnten. Und zwar, da müssen wir allerdings wieder ein bisschen rumlaufen. Auch obwohl, warum nicht? Machen wir das in dieser Folge mal. Dann, ich will nämlich wissen, ob das jetzt ein Bug nur bei den Tieren ist, die wir bereits gezähmt haben. Oder ob das jetzt allgemein in dieser Welt ist. Wenn das nämlich der Fall ist, dann ist das echt blöd. Deswegen will ich jetzt mal neue Wölfe zähmen und gucken, ob das bei denen jetzt genauso ist oder nur bei denen, die wir bisher gezähmt haben. Das Ding ist, was machen wir mit denen, die wir nicht mehr aufstehen lassen können? Ich meine, sie sind jetzt nicht im Weg oder so, aber... Naja... Ich hätte die gern woanders. Aber sind hier wirklich keine Wölfe? Ich meine, gut, hier am Wasser. Gut, wen wundert's, aber... Wobei, die spawnen ja eigentlich in Wäldern, oder? Ich meine, gut, wir haben den halben Wald ja abgeholzt. Kein Wunder, dass die nicht mehr unterwegs sind. Aber dann gehen wir jetzt mal eben zu dem, Da oben, seht ihr das? Mit diesen, ah, ich finde das sieht so geil aus, diese Landschaft. Und genau auf dieser Plattform da oben, da werden wir einen Freiheitsschweinturm bauen. Da baue ich das. Und hier, oder wir könnten hier den Turm bauen und hier bauen wir uns so ein kleines Häuschen hin. Das geht auch. Oh, da freue ich mich. Ich habe so viele Bauideen. Zu dem, wo wir letztens in den ganzen Folgen ja unterwegs waren. Was wir da für Orte gesehen haben und für Landschaften. Da habe ich Milliarden von Ideen, was man da alles bauen könnte. Da freue ich mich richtig drauf, mich darauf zu stürzen. Auf der anderen Seite kriegen wir nicht mal das Lagerhochhaus da fertig. Also das... Naja gut, was soll man machen? Hin und wieder will ich einfach mal so eine Quasselrunde machen oder hin und wieder möchte ich einfach mal nur die Landschaft erkunden oder manchmal will ich auch nur Monster töten. Teilweise bin ich selber sehr unproduktiv, aber hey, was soll ich tun? Manchmal ist das eben so. Nee, das... Obwohl, es ist ja Wasser. Was soll schon passieren? So, hier in dieser Gegend waren eigentlich die Wölfe unterwegs. So wie ich mich erinnere. Wobei, nee, hier waren Kühe eigentlich, ne? Hier unter dem Felsen da.
Sieht auch sehr interessant aus, die Landschaft. So, ich bin gespannt. Finden wir denn ein paar Wölfe? Wahrscheinlich nicht, dann sind wir den Weg umsonst gelaufen. Das gibt's doch nicht. Ich kann leider nicht wie die Wölfe heulen, sonst könnten wir die ja herbeirufen. Warum sind hier keine Wölfe? Ich brauche Wölfe. Ich will wissen, ob die die Knochen fressen und danach Sitz und komm her machen können. Zudem, ich glaube, der Bug, der ist eigentlich erst entstanden, als ich einmal gestorben bin. Weil vorher ging das ja problemlos. Dann sind wir einmal gestorben und seitdem, glaube ich, ging das nicht mehr. Ich glaube, es hat was damit zu tun. Wäre aber wirklich blöd. Da ist der Dschungel. Ach, guck mal. Dann müssen wir ja nur geradeaus und dann wäre hier halt schon Dschungel. Das ist ja interessant. Und im Dschungel sind meistens auch Wölfe unterwegs. Ein bisschen merkwürdig, aber gut. Alter, guck mal, wie entsteht sowas? Das finde ich voll geil. Einfach so eine schwebende Wand mit einem Baum drauf. Das ist cool, ich mag das. So, ich will Kakao mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind, eine Axt brauchen wir dafür, glaube ich. Einmal den Kakao mitnehmen. Erstens für Kekse, zweitens um sie selber anzubauen. Wenn wir irgendwann in diesem Leben es einmal schaffen, eine Plantage zu bauen. Mit viel Karotten, Kartoffeln, Weizen, Kakao, Gras vielleicht auch. Naja. Das gibt's. Warum sind hier. Also hier ist ja wirklich alles wie ausgestorben. Wahrscheinlich sind die vier Hunde, die wir gerade besitzen, die einzigen in dieser Welt. Ich habe einen Zombie gehört. Ich habe gerade einen Zombie gehört. Scherzt nicht mit mir. Guck mal, sogar Tintenfische sind da. Zwei Stück. Also den einen sieht man jetzt nicht, den hat man gerade nur gesehen, aber merkwürdig. Er ist wirklich wie ausgestorben hier. Auch keine Tiere. Wow. Das ist der Soundtrack gerade gewesen. Klang wie eine Kreissäge gerade. Die Welt ist wie ausgestorben. Keine Menschenseele und kein einziges Tier in der Nähe. Nur ein paar Tintenfische. Thaddäus mit seinem nicht existierenden Bruder. Naja, irgendwie, ich weiß nicht. Sehr, sehr komisch. Aber wie soll ich das jetzt austesten? Obwohl, warte mal, mir kommt da... Ich bin doch behindert. Wir hätten doch einfach die Hunde füttern... Ach nee, warte mal, fortpflanzen geht ja gar nicht. Haha, die müssen ja dazu aufstehen. Scheiße. Das ist echt blöd. So, und da jetzt eine neue Folge angebrochen ist, der Flachwitz des Tages. Oh Gott. Welche sind die teuersten Tomaten? Die Geldautomaten. Aber ich glaube, selbst Vegetarier würden die nicht essen. Die sind zu teuer. Und ein bisschen knusprig.
schmecken auch wirklich nicht so gut. Also hat eigentlich nur Nutzen, wenn da noch, wenn der Geldautomat gefüllt ist.